Herzlich willkommen, total herzlich willkommen zu einem super tollen Videoclip für Erdoğan Atalay. Danke Erdoğan Atalay für die super Sachen, ja, die ich sehr gerne trage. Cobra 11. So, warum mache ich diesen Videoclip? Ich habe Erdoğan Atalay gerade gesagt, du, ich mache jetzt einen Videoclip, weil Erdoğan Atalay auf der Autobahn Richtung Düsseldorf unterwegs, das war so circa 8 Uhr, hier ist der Beweis. Impfung. Da gehe ich mal eben rein. Im Moment ist Ruhe, aus welchem Grund auch immer, vielleicht sind sie angekommen. Also wir haben erstmal, ist doch keine Ruhe, aber egal. Wir haben erstmal uns unterhalten, have a nice day. Dann haben wir uns da über die Sachen unterhalten. In diesem Fahrzeug brettern die ja manchmal rum. Ne? Also in der heutigen Zeit ist Green Studio. Also 1979 hatte ich Blue Studio, Amiga mit Overlay-Karte und habe vielen das vorgestellt, was man damit alles machen könnte. Nur 1979 war das nicht so wie heute, 2019. Und da gab es auch noch kein Cobra 11, da gab es noch nicht allzu viel. Da gab es nur Amerika und nicht Deutschland. So, da, also wir haben uns heute gute Musik angehört. Und das ist die Musik von Erdoğan Atalay. Der hört sich diese Musik unheimlich gerne an. Hakuna Matata. Nein. Diesen Spruch sage ich gerne. Seine Tochter hört sich das gerne an. Das ist der kleine Unterschied. Das ist der Beweis von Erdoğan Atalay. Diese Musik hört gerne seine Tochter. Cool, ne? Ach, herrlich. Und einen Augenblick. Erdoğan Atalay hört sich diese Musik gerne an. Und die hat mir heute so inspiriert. Wer kennt Beetlejuice? Beetlejuice, Beetlejuice. Beetlejuice, diesen Film. Hm? Ach, herrlich. Atalay, Erdoğan, hört nicht nur solche Musik. Nee, 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 nee. Also er hört auch andere Musik. So ist er nicht. So, da habe ich ihm gesagt, da stehe ich auch zu. Lieber Erdoğan, bei solcher Mucke in einem Shelby, wie heißt der, Shelby GT500, sag ich jetzt mal aus Spaß, mit der Mucke, durchtreten des Gaspedals, hätte ich dich im Nacken von der Autobahn. Ist ja klar, Semir Gerkan würde mich sofort jagen. Wäre an sich auch eine tolle Geschichte. Einen echten Cobra der Firma Ford GT500, so ein richtiges Wahnsinnsteil, auf eurer Wahnsinnsautobahn und ihr hinter dem her. Natürlich sollte dieser Wagen nicht verschrottet werden, außer ist ein Auslaufmodell, wenn ihr versteht, was ich meine. So, ich habe mein Versprechen eingehalten, ich mache einen Videoclip darüber. Ich finde find die alle super. Erdoğan Atalay ist ein super toller Schauspieler. Und Niels Kirwin auch und alle anderen auch. Wohlgemerkt, alle anderen auch. Auch Hermann Joa als Chef, so einen Chef kann man suchen. Den findet man nicht einfach so. Nur Hermann Joa ist an sich genauso ein Typ wie alle anderen auch. Die haben Feuer im Blut und die haben wirklich, die haben Ideen seit seinem 17. Lebensjahr. Deswegen bin ich gerade zurückgesprungen in das Jahr 1979, wo meiner einer da auch. Leider war er da schon über 20. Ja, jetzt bekomme ich Besuch und deswegen muss ich mal eben kurz einhängen. Ich komme. Morgen. So, ich habe versprochen, weil wir korrespondieren ja auch gerade hier. Dreht ihr wieder in der Innenstadt? Erdo sagt, jopp. Andere Fragen auch. Also wir sind ja nun mal ein Clubchen. Wir mögen Cobra 11, wir mögen RTL. Wie gesagt, das Teil steht manchmal nicht still. Jetzt hat mich aber ein anderer kontaktiert. Den muss ich jetzt auch eben grüßen. Ach ja, es ist halt so. Ich schreibe mal eben, melde mich gleich. So sieht dann sich aus in der heutigen Zeit. So, ich melde mich da gleich. Also wie gesagt, dieser Videoclip ist jetzt wirklich live hier bei der Arbeit hier im Shop für Erdoğan Atalay, der gerade unterwegs bzw. in Düsseldorf ist. Er ist in, hier seht ihr den Beweis. Ich halte es jetzt nicht hoch, könnt ihr ranzoomen von mir aus. Ich grüße auf diesem Weg Erdoğan Atalay. Niels Kirwin und natürlich Anita Me und natürlich Maya Eichholz. So, hier ist richtig was los. Seit heute Morgen unterhalten wir uns wieder. Musik und das alles, das macht tierisch viel Spaß.
Und ich mache diesen Videoclip für alle anderen, die das jetzt hier sehen. Es ist natürlich schön, wenn man mit Schauspielern sich unterhält oder die Schauspieler sich mit mir unterhalten. Es sind ja, ist ja nicht nur er noch, es sind auch andere, die da von RTL oder jetzt ganz neu, habe ich da jemanden, der demnächst bei YouTube, hat man nämlich was vor, bei YouTube sollen auch so Filmchen gemacht werden. Die Engländer machen es vor, die Amerikaner machen es vor und die haben bis zu 2, bis zu 3, bis zu 4 Millionen Follows. Ja, Follows. Und haben bis zu 20 Millionen Zuschauer. Hallöchen. Ja, klar. Das Schöne ist, wenn Kunden mich unterbrechen, wenn ich Erdogan, Nils, Anita und wie sie alle heißen, den Fahrer vor allen Dingen, RTL und so weiter. Tada, jetzt mache ich ganz schnell wieder Werbung. Werbung, meine lieben Freunde, hier. Ihr müsst das mal fühlen. Oh, herrlich. Nein, wirklich. Das ist Erdogan Atalay seit 2018. Kobo 11, Hoodies, oh, T-Shirts mit langen Armen jetzt zur Winterzeit. Warum mache ich jetzt diesen Videoclip an alle? Es gibt natürlich Nachahmer. Bitte, bitte, bitte vorsichtig sein. Das hier ist das Original. Das ist wirklich echt. Das ist erstklassige Qualität. Kann ich wirklich empfehlen. Der Preis ist heiß, das ist okay. Im Moment war ja dieser sogenannte Black Friday bis zum 29. November. Schön und gut. Könnt ihr halt 15% Rabatt bekommen. Es geht aber nicht um Rabatt. Es geht darum, dass dieser Stoff erstklassig ist. Zweitens, die Ware verdammt gut ist. Drittens, man auf die Art Dankeschön sagt zu einem Schauspieler. Dankeschön, dass du diese Rolle übernommen, den Semir Gerkan, den erstklassig rüberbringst. Dass wir donnerstags Spaß haben, bei RTL diese Serie zu sehen oder bei TV Now diese Serie zu sehen in Replay. Das heißt, man kann bei 1 anfangen und dann bei 45 irgendwann mal aufhören. Man kann reinspringen, zum Beispiel wie Karneval, sprang man in die Karnevalsabteilung und sah sich das an. Ich muss ein bisschen aufpassen mit meinen Händen hier, weil ich hier diesen Blödsinn da mit dieser Einblendung mache. Ja, also wie gesagt, ich habe mir das gerade ausgedacht. Wir hatten gerade vor ein paar Minuten rum, ihr seht, anhand dieses Klick-Klick, Klack-Klack und Kunden. Maya fragt Erdogan, ob er auch Musik von Tom hört. Ne? Eisbrecher, yeah. Ich liebe Eisbrecher, seht ihr? Ich liebe Eisbrecher. Die Musik ist doch in Ordnung. Ne? Das würde mich sehr freuen. Siehst du? Mache ich einen Clip und Erdogan sagt, würde mich freuen. Erdogan, ich hoffe, du freust dich wirklich. Ich habe jetzt einen Clip gemacht, wie versprochen. Ihr sollt sehen, wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Und ihr seht auch, ich mache es wirklich live hier vor Kunden. Mache ich natürlich aus. Kunden bekommen das nicht mit. So. So, Mathilda ist wie gesagt auch am Wagen da. Ich weiß nicht, ob die heute drehen. Also ich meine, wenn Mathilda da ist, wird er wohl nicht drehen. Oder Mathilda hat jemand, der auf sie aufpasst. Da. Kann auch sein. Ne? So, er ist jetzt am Set. Das war um 10.09 Uhr. Um 10.09 Uhr, wir haben jetzt 10.30 Uhr. Um 10.09 Uhr war er am Set, jetzt ist Ruhe. Jetzt sagt er auch nichts mehr. Er gibt ja auch keine Antwort, ist klar. Ja gearbeitet. Also wir haben seit, wie viel Uhr haben wir heute ein bisschen Spaß gehabt? Wir hatten seit 8.49 Uhr Spaß gehabt. Auch davor, aber seit 8.49 Uhr habe ich aufgezeichnet, damit ihr seht, dass wir Spaß haben. Wir unterhalten uns, wir hören uns auch Musik an. Ihr könnt auch wirklich mal jetzt in diesem Clip hören, was Erdogan gerne hört im Auto. Er hat verdammt guten Geschmack. Und wenn ich diese Musik im Auto hören würde, ich würde das Gaspedal durchdrehen, würde richtig Gas geben. Ehrenwort, das macht so viel Spaß. Ne? Ihr seht, man kann auch so mit einem Schauspieler auch Spaß haben hinter den Kulissen. Und das war, und das möchte ich noch einmal erwähnen, seit 1979 mein Umfeld, der Hintergrund der Kamera, weil da konnte man so vieles machen, weil vor der Kamera ist Arbeit. So wie jetzt auch, da kann ich mir nicht allzu viel Blödsinn erlauben. In der heutigen Zeit, ja, als YouTuber, der Anfangszeiten 2002, seit dem Anfang der YouTuber, davor 7Loader in Köln und davor Kevego, Dailymotion und Clipfish, ist jetzt heute das. Wie gesagt, man hat jetzt sein Alter, jetzt macht das jeder. Na, so, ich unterhalte mich auch
Alles klar. Seht ihr, ich gebe eben Antwort, alles klar. Ne? Und dann höre ich mir das gleich an. Ich mache gleich den Videoclip fertig. So, lieber Erdogan, bedanke mich total recht herzlich für seit 1996, dass du am Set von Cobra 11. Ich möchte mich bedanken für die tollen Sachen, die du dir ausgedacht mit deiner Frau im Jahre 2018. Ich möchte mich bei allen, bei Action Concept bedanken, bei RTL bedanken. Ich bin für euch nur ein Zuschauer. Ihr wisst, dass ich auch schon mal dabei war, wenn auch nur kurz. Hallöchen, Grüße. Hallo. Also, wie gesagt, Dankeschön an Nils Kerwin, an Erdogan Atalay. Jetzt natürlich Pia Stutzenstein, ist klar, an den Fahrer, an RTL, an die Crew, an Action Concert, an Hermann Joa, roundabout an euch alle. Ich bedanke mich total recht herzlich und was ich jetzt sage, kommt daher, da wir heute Mittwoch haben und ich nicht nur für Cobra 11, sondern auch für die Rosenheim Cops was mache. Und zwar werde ich jetzt öffentlich sagen, das wäre gar nicht mal so schlecht. Der Tatort hat es mal übernommen. Okay, da war eine Idee, die haben wir aufgegriffen, die haben wir auch gemacht. Und zwar bei den Rosenheim Cops kann man während der Sendung sich mit denen unterhalten. Ist kein Scherz, ist wahr. Wer den Rosenheim Cops im ARD 1850 noch nicht gesehen hat, es geht. Ihr nehmt euer Computer oder Laptop oder Phone und während die Sendung läuft, könnt ihr euch mit den Schauspielern unterhalten. Ihr könnt auch über die Szenen euch unterhalten. Stellt euch mal vor, Cobra 11 läuft und Semir Gerkan, ihr wisst schon, jemand, ist egal, kann oder ihr könntet bei Cobra 11, während die Sendung läuft, also die richtige Staffel läuft, könntet ihr sagen, boah, ne, was hat Valerie denn da gemacht? Ne? Oder was hat Erdogan, was hat Pia da gemacht? Und was hat Semir da gemacht? Pia aus Sicherheitsgründen, ihr dürft den Namen ja noch gar nicht wissen, wie die da heißt, aber egal. Also wie gesagt, Fiktionsname jetzt Valerie. Ne? Ey, was hat Valerie gemacht? Und was hat Semir gemacht? Und so. Und dann, ey, Semir, meine Güte, hat er geguckt. Und so wurde das gemacht, oder wird immer noch gemacht, bei den, nicht bei den Rosenheim-Cops. Nein, nein. Hubert und Staller und jetzt Hubert ohne Staller. Ja, könnt ihr mal machen. Nicht in der Mediathek, das wird natürlich bei Facebook gemacht. Bei Facebook gibt es eine Gruppe, so wie wir unsere Gruppe auch haben. Da kann man dann, wie gesagt, live einbinden. Man ist dann live im ARD mit denen verbunden. Wenn man Glück hat, ist wirklich ein Schauspieler live und antwortet darauf. Ja? Man konnte mit Hubert sprechen, man konnte mit Staller sprechen und so weiter. Man konnte auch die Sachen kommentieren, die Gruber da von sich gegeben hat, der jetzt der Kumpel vom Hubert ist. Ne? Also den Revierleiter. Man könnte sagen, was hat der Revierleiter denn da wieder erzählt? Was tuchelt er denn da wieder mit den Händen rum? Und so könnten wir das auch, was hat denn Semir da wieder gemacht? Ist klar, viele von euch mögen immer noch den Tom, ist richtig, aber Tom Beck ist weg. Er kommt zwischendurch vielleicht mal wieder, wie auch David und so weiter. Alle anderen, schräg. Ich mache eben Schnitt. Ich muss ja immer aufpassen, wenn ein Kunde reinkommt. Aber ich habe diesen Clip gerade versprochen und wenn ich etwas verspreche, mache ich das, auch wenn ich keine Zeit habe, für den Erdogan. So, ich huldige somit, weil wir in der Winter-Weihnachtszeit sind, mache ich das sehr, sehr gerne, weil das ist für mich so ein Clip für die Schauspieler. Als Dankeschön, meine lieben Schauspieler, ihr, das ist Arbeit. Ihr seht, ich kenne euren Job seit Kindesbeinen, ich sag nur Stahlnetz, egal, wie gesagt, oder Tatort Essen, Schrägstrich, oder der alte Bulle, nein, der neue Bulle, egal, lange Rede, kurzer Sinn, wenn man hier im Medienbereich ist, merkt ihr, wir Medienleute, wir kommen dann ins Schwadroniere, wir reden dann zu viel, aber ist halt so. Also ich bedanke mich total und recht herzlich bei Erdogan Atalay, bei Nils Kerwin, Hermann Joha, Action Concept, alle, die dort arbeiten, Stunt-Teams, ja, sind ja alle separat, sind ja alle selbstständig. Und natürlich auch bei RTL selbst, auch bei dem Chef persönlich, dem Geschäftsführer von RTL, der leider so viele rausgehauen, weil er die Quote erreichen. So, wir arbeiten jetzt einfach mal daran, ein neues Konzept hochzufahren. Vielleicht können wir, das ist das Cobra-Team, mal gucken, wer da gerade antwortet. Ja, super. Ja, bleibt auch. Ne? Warte, den ansehen. So.
An alle, ich mache gerade den Videoclip hier. Ich habe zwar viele Kunden und zwischendurch muss ich unterbrechen. Ich habe diesen Videoclip heute den Erdogan versprochen. Erdogan ist ja gerade in der Innenstadt von Düsseldorf am Arbeiten. Meiner einer arbeitet ja hier an der Autobahn. Ihr wisst ja, A45, A40 und so weiter. Schrägstrich, ich mache also wie gesagt den Videoclip. Den könnt ihr euch gleich anschauen. Ich begrüße auf diesem Weg Erdogan, ist ja wohl klar. Und sollte Nils auch da sein, ich begrüße einfach alle. Ich begrüße alle am Set. Unbekannterweise, mich könnt ihr gleich sehen als Videoclip. Ich sehe euch ja später im Jahr 2020. Und Anita und Maya, super Tag heute noch. Es ist Mittwoch. So, ihr seht, dass das alles echt ist. Erdogan sagt, jopp, da sagt er, jopp. Oder er freut sich, dass ich diesen Videoclip mache. Ich gehe davon aus, dass er mit. Wir fahren jetzt noch weiter rein nach Düsseldorf. Sitze wieder im Auto mit Michelle. Ich wünsche eine super tolle Fahrt. Auch Michelle sei gegrüßt und den Fahrer natürlich. Ich wünsche euch viel, viel Spaß am Set oder wenn ihr eure Freizeit haben solltet. Denkt dran, ich mache gerade einen Videoclip und du kannst genau das, was ich jetzt gerade gemacht habe, live dann in diesem Videoclip sehen. Ich spreche hier in dieses Phone. Ein Kunde kommt gerade nicht rein, deswegen kann ich das. Und dann kannst du dir gleich diesen Videoclip anschauen. Habe ich versprochen an alle, wirklich an alle. Begrüße ich euch total und recht herzlich. Viel, viel Spaß in Düsseldorf. So. Erdogan sagte, dass er mit Michelle in Düsseldorf sitzt im Auto und deswegen habe ich das gesagt. Es geht jetzt darum, dass das die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit ist. Viele machen Videoclips, die stimmen einfach nicht. So, hier ist natürlich so ein Klüppchen seit 96. Wir haben unser Alter, wir haben aber auch unseren Spaß. Wir möchten auch unserem Zuschauer, beziehungsweise wir möchten auch dem Schauspieler sagen, Dankeschön für die tollen Sachen, die ihr da macht. Und deswegen mache ich sowas, ne? Na? Also geht heute noch online der Clip. Ja. So. Jetzt seht ihr mal, wie man korrespondiert mit Schauspielern. Nicht nur krass Schule bei RTL oder Hubert und Staller in München. Nein, auch bei Cobra 11. Und denkt dran, die Sweatshirts, T-Shirts, die Originalen. Wohlgemerkt, nur die Originalen hier, Cobra 11 von Erdogan Atalay sind erstklassig verarbeitet, sind verdammt gut und wärmen und sind echt. Und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr sogar ein mit Autogrammkarte oder sogar signiert. Ja, für diejenigen, welche, die das Ganze mal verfolgen. Also, ich mache jetzt den Videoclip fertig. Ihr habt gerade gehört, dass der sofort gleich auf On Air geht. Ich sitze hier im Schneidestudio und ich habe mir was ausgedacht und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Also während der Arbeit, während des Unterhaltens und während des Arbeiten am Kunden habe ich diesen Clip, wie gesagt, hergestellt, geschnitten, gemacht und getan. Mir auch direkt da was ausgedacht, dass das etwas lustiger rüberkommt, das Ganze. Hier ist der Beweis, den habe ich euch halt auch gezeigt, dass das nicht ein Fake ist. Das ist also kein Fake-Video. Ne? So, wir sind in Düsseldorf, fahren, ne? Und sind unterwegs. Und ja. Dann können Sie sich das anschauen. Ne? Ich werde euch jetzt die Nummer nicht geben, ist klar. Ich verdecke das alles. Wie gesagt, einmal RTL selber, das ist halt der Geschäftsführer. Einmal Action Concept selber, das ist der Hermann Joa. Und dann natürlich die Schauspieler von RTL 2, krass Schule. Dann die Schauspieler für RTL, die halt alles Mögliche machen. Die hängen ja auch alle hier, deswegen Hall of Fame. Ja, ist halt so. So, jetzt fange ich wieder an zu... Ja, komm, ich mache einen Schnitt. Das war, wie gesagt, Erdogan, ich habe gewitzelt. Ich habe den Witz eingereicht und du hast gesagt, okay, und somit muss ich ihn machen. Deswegen habe ich den Videoclip gemacht. Der wird jetzt auf der Timeline geschnitten, gemacht und getan. Du weißt, die Filme sind in Roh und jetzt... Jetzt siehst du ein Videoclip mit viel Action hier, habe ich also während der Arbeit dazu gepackt. Ich habe mir gerade was ausgedacht. Ich konnte jetzt nicht in den Green Room springen. Ich musste jetzt improvisieren, das habe ich jetzt gemacht. Und ja, das war mein Videoclip heute am Mittwoch. Wir sind seit 7 Uhr am Smalltalken, seit 7.55 Uhr genau gesagt. So, ihr seid in Düsseldorf, ihr seid also in 54 Kilometer Entfernung von mir. Ich brauche hier nur auf die Autobahn, wenn ich so ein Shelby da hätte, GT500, wäre ich ruckzuck bei euch am Set. Aber ich muss leider hier für meine Kunden da sein.
Und ich habe euch ja hier, ja genau, dass das Erdogan wirklich ist. Mal gucken, ob er spricht oder ob er Musik macht. Kann ich euch jetzt nicht versprechen. Ja, hallo ihr Lieben, wir sind auf dem Weg nach Düsseldorf. Düsseldorf. Seht ihr, es ist echt, ne? Haben wir gehört, ihr seid auf dem Weg zu Düsseldorf, weil nach Düsseldorf kommt Mönchengladbach. Ne? Also ihr fahrt zu Düsseldorf, weil wenn ihr nach Düsseldorf fahrt, seid ihr in Mönchengladbach. Ob ihr da drehen wollt, weiß ich nicht. Viel Spaß, ich mach den Clip fertig. Ciao, ciao. Nein, es macht schon Spaß, wie gesagt. Ne? Nach Düsseldorf. Könnt ihr auch sicherlich nachher irgendwo sehen. Ich wollte einfach mal die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit sagen. Wir sind eine Produktionsstätte und die Produktionshäuser können sich das heute erlauben. Ja, okay. Okay, geht heute noch online. So, wenn ihr auch so einen Spaß haben möchtet mit Schauspielern, die ihr mögt, seid immer fair zu denen. Dann sind die Schauspieler auch fair zu euch. Ja? Fans, an alle Fans, Piano immer. Die Schauspieler müssen hart arbeiten, damit ihr Spaß habt. Auf der Leinwand, im Fernsehen, auch Atalay, Erdogan, Nils. Der Fahrer muss sich konzentrieren, dass alle heil an das Set oder vom Set nach Hause oder dahin, wo sie hin müssen. Denkt bitte dran. Es macht viel, viel Spaß, dabei zu sein. Es ist auch wunderschön, euphorisch zu sein. Aber bitte immer Piano, Piano, Piano. Auch wenn ihr, wie gesagt, die Rosenheim-Cops schaut im ZDF oder aber Hubert und Staller, sogar live da mit denen korrespondiert. Jetzt habe ich was auf den Weg gebracht. Ich habe ein bisschen Geschmack gemacht. Vielleicht hat Erdogan oder Nils Interesse daran. Vielleicht hat RTL Interesse daran. So eine Art Facebook-Live-Schaltung. Dass während man einen Fall sieht, Erdogan gerade unterwegs, dann kann man da sagen, wow, never man älter, macht Spaß. Das ist jetzt einfach mal so auf den Weg gebracht. Ich bedanke mich, viel Spaß in Düsseldorf.